Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Salt and Sanctuary, wo wir das letzte Mal ganz nach unten in den Red Hall Cages gegangen sind. Und hier wartet jetzt etwas auf uns, wo ich mich noch für ausrüsten möchte. Und zwar möchte ich dafür meinen Kreakan-Großschild loswerden und Phönix-Rondache nehmen, was den Vorteil hat, dass es 100% Feuerverteidigung hat und die werde ich jetzt gleich brauchen. Habe ich noch irgendeinen anderen Schild damit? Nö. Okay. Gut, das möchte ich gerne anziehen. Das macht nämlich den nächsten Kampf eindeutig besser. Erhöht die Angriffskraft. Angriffsgeschwindigkeit brauche ich gerade eher weniger. Reichweite ist auch nicht so schlecht. Ich überlege gerade, was ich hier dann vielleicht fügt. Angriffen, Giftschaden. Das bringt uns gar nichts. Ich nehme mal das mit der Angriffskraft. Das sollte uns vielleicht ein bisschen den Kampf erleichtern, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Und ansonsten haben wir den Feuerresistenzring an. Das ist gut, falls ich doch mal nicht abwehren sollte. Irgendwas anderes hier noch. Fokus brauchen wir nicht. Willenskraft brauchen wir jetzt auch nicht. Rollgeschwindigkeit überhaupt nicht. Auf ein Drittel. Traglast. Kannenschaden. Nö. Alles gut. Ich bin zufrieden mit dem, was wir hier haben. Ich kann mich noch normal rollen, das ist super. Hier vorne kriegen wir noch einen Gegner, der, ja, wo ich eigentlich, nicht getroffen werden möchte. Und aus irgendwelchen Gründen, ja, trifft er mich trotzdem. Tja. Im Endeffekt kann ich jetzt schon wieder zurückgehen. Wobei es geht. Es geht. Das ist alles noch im Rahmen. Spaß voraus, ja. Wir sehen da oben einen großen Kerzenleuchter. Bösewicht ist schwach zu Element. Ja. Vielleicht. Ich überlege gerade, ob ich das vielleicht sogar ausprobieren sollte. Warum eigentlich nicht? Zeigen wir das auch mal. Ich nehme mal hier den Beutel voll Salz aus dem Inventar. Den brauchen wir nämlich gerade überhaupt nicht. Damit können wir wohl Nachrichten legen. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Sollen wir das mal ausprobieren? Machen wir gleich mal. Oder später. Erstmal brauche ich jetzt hier etwas, um mir Elementschaden zu geben. Heiligschaden ist jetzt nicht so das, was ich haben möchte eigentlich. Blitzschaden. Nee. Ich habe genau einen davon. Aber der ist direkt. Okay, gut. Hier, der Boden kann einstürzen. Hier links sehen wir übrigens schon ungefähr so ein bisschen was vom Boss. Es ist ein Riesenspaß. Ich warte jetzt noch kurz, bis das Feuer da oben noch einmal angegangen ist. Und dann geht's ab in den Kampf. Ich hoffe, wir kriegen ihn beim ersten Mal hin. Ansonsten bin ich sehr unglücklich. The Tree of Man. Der Baum der Menschlichkeit. Ja, Menschlichkeit ist hier eigentlich so überhaupt nicht vorhanden. Unser erster Schritt, den wir ausführen wollen, ist seine Zweige anzugreifen, beziehungsweise das, was an seinen Zweigen hängt, nämlich die Menschen hier. Ja. Ich bin gerade so ein klein wenig unkonzentriert, das gefällt mir überhaupt nicht. Denn das könnte mir gleich alles kosten. Abwehren, wenn er das macht. Okay. Wir wollen uns auf keinen Fall von seinen Schockwellen treffen lassen, die er auf dem Boden verursacht, denn das wäre ein Insta-Death. Jedenfalls so ziemlich. Okay, den hätten wir. Genau aus diesem Grund möchte ich gerne mein 100% Feuerschild haben. Okay, wir haben ihn in der nächsten Phase. Ja, das zum Thema konzentriert und so. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Wir machen ihm einigermaßen guten Schaden tatsächlich. Im Endeffekt wollen wir nur das rote Auge oben treffen bei ihm und hoffen, dass die feuerspeienden Teile hier nicht auf den Ebenen auftauchen, wo wir uns gerade befinden, denn dann wird der Bosskampf echt ätzend. Ja, und deshalb möchte ich gerne mein 100% Feuerschild haben, damit ich genau das machen kann, was ich gerade gemacht habe.
Okay, hervorragend. Er sollte gleich in seine nächste Phase übergehen. Und das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Denn dadurch wird der Boss echt eklig. Wir haben die besten Voraussetzungen für diesen Bosskampf, nämlich genau den Schild, den ich dafür haben möchte. Oh, das war die falsche Richtung. Wir wollen ihn immer irgendwie so halten, dass er auf die Ebene schlägt, wo wir ihn dann noch erwischen können darüber. Das war nicht so cool. Er wird jetzt jedes zweite Mal diesen Angriff hier machen, weshalb ich jetzt mal meine Waffe mit Teerfeuer versehen möchte, um ihm einfach mehr Schaden drücken zu können. Ich habe nämlich keine Lust, dass sich dieser Bosskampf jetzt eine halbe Ewigkeit noch hinzieht. Okay, wir können ihn da erwischen, das ist sehr schön. Jetzt wird er wieder seinen Feuerangriff machen. Das können wir allerdings einfach abwehren mit unserem Schild. Und ihn anschließend einmal behaken. Und es ist immer schön, wenn ich die Möglichkeit habe, ihn dann auch da einmal zu treffen. Denn, oh Gott, das ist nicht unbedingt gesichert. Oh. Das soll's nicht gewesen sein. Okay. Einfach abblocken. Sehr schön. Erster Versuch. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie lang ich bei dem Boss gesessen habe, als ich ihn das erste Mal gemacht habe. Es war echt eine Qual. Und ich bin sehr froh, dass wir den Boss jetzt beim ersten Mal geschafft haben. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir von ihm getroffen werden, wenn wir auf dem Boden sind, mit diesen Fußangriffen von ihm, landen wir da unten in den Kohlen und sind sofort tot. Und das will man unbedingt vermeiden, aus vielleicht recht offensichtlichen Gründen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spaß, nämlich diesen Skeletten da links. Es ist ein Riesenspaß, sage ich euch. Die Viecher rauben einem sämtliche gute Laune. Und ich möchte gerne sofort heilen, denn wenn mich das Viech jetzt noch einmal in der Combo getroffen hätte, wäre ich tot gewesen. Ja, das will man wirklich nicht. Also diese Höhle hier ist eigentlich mit so mein nächstes Hassgebiet, würde ich sagen. Das macht echt nicht so viel Spaß. Heiligtum rechts, Familie? Ja, hier haben wir ein neues Heiligtum, was ich auch direkt mal in Anspruch nehmen möchte. Oi. Sehr schön. Und hier können wir auch direkt mal aufsteigen. Die ganzen Stufen, die wir jetzt gewonnen haben, vor allem dadurch, dass wir den Boss auch noch erledigt haben. Und wir sind im nächsten Gebiet angekommen. Damit hätten wir die Red Hall Cages abgeschlossen. Wunderbar. Okay, was brauchen wir als nächstes für Skills? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was ich hier jetzt gerne haben möchte. Ja, wir hatten ja gesagt, wir gehen hier oben auf den Zweig. Momentan vielleicht noch nicht ganz so nötig. Deswegen möchte ich jetzt erstmal hier Stufe 3 Verteidiger nehmen, damit wir die Möglichkeit haben, bessere Schilde auszurüsten und einfach noch einen Stärkepunkt zu investieren. Dadurch haben wir jetzt mehr Ausdauer, auch durch das, durch die Schilde, den Schildskill. Und wir können ein klein wenig mehr Schaden austeilen. Wunderbar. Denn gerade Schaden ist hier vielleicht nicht die schlechteste Möglichkeit, sich durchzumetzeln. Ei, ei, ei. Okay. Ist natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir erkunden die Höhle ein bisschen. Da oben möchte ich noch nicht hin, aus Gründen, die ich später näher erläutern werde. Das Nervigste an diesen Skeletten ist eigentlich nicht, wie sie zuschlagen und so, sondern eher, wie sie sich verhalten. Denn sie teleportieren sich gerne einfach mal weg und tauchen erst nach einer halben Ewigkeit wieder auf, wodurch sie echt zu einer Art Pest werden. Ja. Und sie fügen Giftschaden hinzu, der einen auch mit der Zeit ziemlich kaputt macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir diesen Gegner hier schon hatten. Das, was man über diesen Gegner wissen sollte, ist, dass er einen Angriff... Uiuiui, das war knapp. Dass er einen Angriff macht, in dem man auf keinen Fall drinstehen möchte. Also wirklich nicht. Der Angriff macht einen heiden Schaden und man... Nein. Hinterhalt voraus, ja.
Hier sehen wir schon einen von den Gesellen. Und nicht nur einen. Wir haben hier noch mehr davon. Weshalb ich mich direkt mal heilen möchte. Ja. Und nochmal heilen. Denn die machen einen Schaden hier wieder, wenn die einen treffen, den ich gerne vermeiden möchte. So, wunderbar. Eieiei. Ein Glück müssen wir hier in diese Richtung nicht ganz so weit laufen. Ansonsten hätten wir ein kleines Problem. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht durch. Nee, erst später. Das macht aber gar nichts, denn ich muss hier aus einem ganz anderen Grund runter. Ja. Dich möchte ich so schnell wie möglich ausschalten. Aus gleich recht offensichtlichen Gründen, denn hier kommen Spinnies. Nennen wir sie Spinnies. Okay. Sehr schön, ihr blockiert euch gegenseitig, das ist wunderbar. An diesen Spinnen kann man relativ gut XP farmen und also Salz und Gold, weil hier relativ viele davon kommen, was eine echt gute Sache ist sogar. Außer man ist nicht drauf vorbereitet, dann sollte man sich ein bisschen in Acht nehmen vor denen. Und wir haben ein wichtiges Item bekommen, nämlich den Kellerschlüssel. Und einen biotischen Großschild. Hm. Naja, wenn wir hier links durchgehen, dann triggern wir noch eine weitere Spinne, die jetzt hinter uns... Wollte gerade sagen. Das gibt's doch nicht. Aber sie kommt wirklich. Okay. Gucken wir mal kurz. Wir können jetzt den Schild nämlich wieder wechseln zu einem, der uns ein bisschen mehr Verteidigung gegen andere Sachen gibt. Der gefällt mir gerade ganz nicht ganz so gut. Der Teutelschild ist eigentlich immer eine ganz gute Wahl, weil er 100% Verteidigung gibt, sowohl gegen Schlag als auch Schlitz. Und ja, warum nicht, ne? Klettern wir hier hoch. Wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten, nämlich den Kellerschlüssel. Und wir kriegen noch das Bernsteinidol. Okay. Können wir auch benutzen, um Gegenstände aufzuleveln. Gehen wir mal hier links weiter runter. Hier links geht es noch ein klein wenig weiter. Hier treffen wir auf einen neuen Gegner, der ebenfalls nicht ganz so nett ist tatsächlich. Und ich möchte gerne nicht beide gleichzeitig bekämpfen. Danke. Dieser Gegner hier macht gerne mal einen Sprungangriff, der optimale Voraussetzungen liefert, um selbst anzugreifen. Und die halten verdammt viel aus, wie man sieht. Ja, macht den Sprungangriff. Dann bin ich in Sicherheit. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Schaden. Und so langsam wird es Zeit, vielleicht den Alchemisten mal zu bemühen, um uns ein besseres Schwert zu gewähren. Denn wir laufen hier immer noch mit einem Level 1 Schwert rum. Was jetzt nicht so der Hammer ist. Könntest du bitte springen? Ich will dich nicht angreifen, wenn du so normale Angriffe machst. Das ist mir zu gefährlich. Komm, spring. Ach. Du sollst springen. Ich glaube, der mag mich gerade nicht. Also so... Oh. So überhaupt nicht. Ja, jetzt springst du, ne? Ja. Ja, komm. Kleiner Sack. Komm. Danke. Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger, weil ich mich hier wirklich jetzt nicht töten lassen will von dem. Aber wir machen halt echt wenig Schaden an dem. Das ist unfassbar. Oh. Das zum Thema, ich will mich nicht töten lassen. Oi. Okay. Krass. Kleiner Sack. Ich werde mir für dieses Gebiet hier, weil es durchaus sinnvoll ist, denke ich, mal einen Alchemisten herholen. Ja, warum? Ich hole mir uns mal einen Alchemisten hier hin. Reden wir mal mit dem. Ich brauche eine Transmutation, das ist vollkommen korrekt und ich möchte gerne mal gucken, zu was ich mein Schwert verbessern kann.
Das hier. Das ist ein Klasse 1 Großschwert schon. Okay, doch Klasse 1. Ich dachte, das wäre Klasse 0 gewesen. Hm. Wir können es auf jeden Fall zu einem Klasse 2 Großschwert machen, was allerdings irgendwie jetzt nicht ganz so cool ist. Ha. Oh. Wir haben auch nur so wirklich die Möglichkeit zwischen zwei verschiedenen. Wobei dann das hier tatsächlich eben noch das Bessere wäre. Also wir haben dann hier einen Angriff zwischen 40 und... Ich glaube, das ist immer so ein Durchschnitt, oder? 40 und 71,2. Und jetzt haben wir deutlich weniger. Hm. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Das kostet mich 3500 Salz. Allerdings ist das jetzt nicht so das Problem, denn wir haben noch ein bisschen was auf Lager. Da wollte ich jetzt nicht rein. Nehmen wir mal so einen großen Rucksack. Wir brauchen immerhin 3500, das ja. Man sieht schon, so viel bringen die auch nicht. Hm. Ein Sack. Wie bringt der 500? Ja gut, damit kriegen wir jetzt wenigstens hier unser... Oh, da hätte ich ein kleineres nehmen können. Ah, was soll's. So. Nein, ich wollte nicht reden. Transmutation. Okay. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen mal das verhüllte Bollwerk. Auch wenn das jetzt nicht so das Mega-Hammer-Schwert ist, aber was soll's. Das wird schon irgendwie passen. Nein. Mit B kann man nicht weg bei denen. Okay, was wir dann auch noch machen werden für dieses Gebiet, weil ich das unbedingt haben möchte, ist ein Schmied. Denn, ich möchte hier auf jeden Fall einen erhöhten Angriff in diesem Gebiet haben, aus Gründen, die sich später noch erklären werden. Und außerdem können wir jetzt das Schwert hier noch ein bisschen aufrüsten, hätte ich eine versunkene Ikone, die ich nicht besitze. Okay, dann erledigt sich das wieder. Naja, gut. Gucken wir jetzt mal kurz nach, was gerade unser Angriffswert ist. 78,3, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ja, damit kann man leben, denke ich. Das sieht ganz okay aus. Wir haben Level 42. Ich bin mir relativ sicher, dass wir ziemlich unterlevelt sind für dieses Gebiet, denn eigentlich wird hier, glaube ich, für dieses Gebiet Level... ein Schwindlerband und Steinkleriker, okay. Wird hier eigentlich Level 50 empfohlen, glaube ich. Aber gucken wir dann mal. Je nachdem, wie wir hier durchkommen. Vielleicht farme ich da noch ein bisschen. Es soll ja auch nicht zu einfach sein. Wo ist denn dieser Schwindler? Da. Erhöht Geschicklichkeit. Hm. Ja, ne? Kann man machen. Aber ich würde sagen, mit diesem majestätischen Schwert, was wir jetzt hier besitzen, verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Salt and Sanctuary. Bis dahin.